Oh, hey, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Return of Memories. Ich glaube, ich habe Daniro LP nicht richtig gesagt, aber egal. Wollte irgendwie so richtig abgleichen. Egal. Ich darf jetzt zum zweiten Mal erklären, was ich offscreen gemacht habe, weil ich die nächsten 7 Minuten schon gesehen habe und aufgenommen hatte. Aber dann ist mein Antivirenprogramm angegangen und dann, ja, habe ich nachgeguckt, ob ich das abstellen kann, und dann ist meine Aufnahme abgestürzt. Deswegen, bäh. Gut. Ich habe 3 Level-Ups rausgeholt offscreen. Ich habe einmal KP und 2x HP. Ne, umgekehrt. Ich habe 2x KP und 1x HP erhöht, also LP, Lebenspunkte. Hab einige Herzensbrecher in mein Deck gepackt, anstatt. Also eigentlich habe ich nur Königsanhänger durch Herzensbrecher hier ersetzt. Und einen Schattenlurch habe ich jetzt in meinem Deck, welcher meine Werte um 1 erhöht. Für 2x Nachstunden. Und rein da. Immer noch meine Cutscene. Hast du einmal Antivirenprogramm an, während du aufnimmst, dann passiert sowas. Merk dich das. It's that creepy castle that I was talking about earlier. I know I didn't imagine it. 'Cause that was the castle where Sora had to use the Keyblade to free Kairi's heart. Where's Kairi? Then he just disappeared. And I was so worried. How could I ever forget that? Oh, it was when I turned into a Heartless. Wait. That happened in a castle? You forgot that? 'Cause I remember perfectly. Then what's it called? That's easy, it was. Somebody help me. Is it in your trouble? Every word. I finished the first volume right before we got to this castle. Now then, if I can just find it. Oh, hier ist sowas kaputt. Wahrscheinlich einen ganzen Bücherschrank oder so da drin. Let's have a look. Oh, how could it be? What's the matter? Oh, my entries, they're gone. Every page is blank. What do we do? How could this have happened? I'm so careful with the journals. All that hard work is gone. The journal's blank. What's going on? Ah. Vielleicht ist das ja wirklich das Schloss des Entfallens. Ja. Weiter. Jimmy will doch nicht sein eigenes Tagebuch löschen. Wir helfen Jiminy natürlich dabei, sein Tagebuch neu zu schreiben, soweit wir aus diesem Schloss sind. Ja. Sobald, falls wir aus diesem Schloss rauskommen. Und so deinem blondes Mädchen schön weiter kritzeln. What if it's more things? Huh? Goofy was telling us about another castle we'd been to, but none of us really remembers it. Do you think? Could it be that we don't remember because we're losing our memories? Im Schloss des Entfallens? Hold on. Remember what that mystery fella said? In this place, to find is to lose. And to lose is to find. It must have been our memories he was talking about losing. So if we keep going, we'll lose more. Guess it really is Castle Oblivion. So the higher we go, the more we'll forget. Does that mean everything and everybody will be forgotten?
Riku, and Kairi too. Do you want to go back? Don't worry, fellers. We might forget about where we've been or what things we've seen, but we won't forget who our friends are. I don't know. Come on, Sora. When you turned into a Heartless, did you forget about me and Donald? Of course I didn't. There you go. No matter what happens, you won't forget your friends. Oh. You're right. Thank you, Goofy. So, if you're sticking to that to make you forget about your friends, then we have nothing to be scared of. Let's go! But when I turned into a Heartless, who was the one who took forever to notice and kept clobbering me? How come you couldn't forget about that? Ah, ich sehe schon ein Stockwerk weiter und wir sprechen uns an und sagen die ganze Zeit, wer bist du? Zum Glück ist ja Goofy wieder die Stimme der Vernunft. Ist irgendwie immer sehr merkwürdig in Kingdom Hearts. Wir würden unsere Freunde nie vergessen. Oh, Entschuldigung. Das habe ich in meiner ersten Aufnahme auch gemacht. Solange du dich ans Vergessen wärst, was? Solange du dich an Vergessenswertes erinnerst, ist alles okay. Ja. Meine Fehlaufnahme habe ich auch Dorald angegriffen. Was soll das? Das stimmt nicht mit mir. So, nächste Welt. Wir gehen nach der richtigen Reihenfolge. Als nächstes wäre das die Arena des Olymps. Danach Agrabah, danach Monstro und dann Halloween Town, glaube ich. Ja. Obwohl, ich habe in Jiminys Tagebuch reingeschaut und da sind die anders sortiert. Da kam irgendwie aus Wunderland als 40 oder so. Ich weiß nicht, ob das die originale Reihenfolge sein soll oder einfach so, weiß ich nicht. Jedenfalls, wir gehen die richtige Reihenfolge. Wir nehmen die Arena als Olymp. Das wäre so die dritte Welt gewesen. Also. Auf nach Griechenland! Beste Welt in Kingdom Hearts 1, finde ich. Seht, eine Ankündigung. Es geht um einen Wettbewerb. Sie nennen ihn das Arena des Olympia Überlebensturnier. Die Teilnehmer müssen an einen Hindernislauf teilnehmen und sich dabei ausstechen. Hört mal, auch der große Held Herkules wird an diesem Turnier teilnehmen. Hier steht, dass er noch nie besiegt worden ist. Das klingt nach Spaß. Machen wir auch mit. Boah, klar, dass du das sagst. Bei jedem Wettbewerb bist du immer Feuer und Flamme. Du wirst auch ohne uns mitmachen, stimmt's? Genau. Dann sind wir wohl besser auch dabei. Warte mal, hier steht noch mehr. Nur Teilnehmer, die im ersten Lauf siegreich waren, nehmen am Hauptwettbewerb teil. Hier steht, dass der erste Lauf gleich da vorne beginnt. Boah, warten wir ja noch. Auf geht's. Für meine Kapuze, Jiminy, und weiter geht's. Und da ist Hades. Hat ihn niemand bemerkt? Herkules ist ein Vorbild an Stärke und Edelmut, der perfekte Held. Er ist also absolut perfekt. Mir brennt der Hut. Wenn ich bloß an diesen Kerl denke. Wie gerne nur würde ich ihn in die Unterwelt verbannen. Für immer. Dafür hast du mich angeheuert.
Das stimmt, du bist mein Mann. Cloud, oder? Deine Aufgabe ist es, Herkules bei den Spielen zu besiegen, sobald du ihn weichgeklopft hast. Was ist heute mit mir los? Gib mir den Rest. Tu das für mich. Und ich... Du gibst mir mein Gedächtnis wieder, wie vereinbart. Du hast mein Wort. Genau, sieht halt etwa böse aus. Den kann man noch vertrauen. Schlüssel des Anfangs. Gut. Wunderland war ja schon ein bisschen krass vom Schwierigkeitsgrad her. Und die Arena des Olympus war auch noch heftig. Aber ich habe ja so 3 Level gelevelt. Und ich bin kurz vorm Level Up. Also wird das schon. Oh, hi. Okay. Warum sind die immer so schwach? Komm her. Immer auf die Fresse geben. Ey, alle Karten, die ich bekomme, sind voll schwach. So. Boink. Sind alle meine Karten um einen Wert stärker. Das kann über Leben und Tod entscheiden. Und Adobampen haben irgendwie völlig beschissene Karten. Level up. Das ist irgendwie erschreckend, wie schnell man hier ein Level abbekommt. Das letzte Kingdom Hearts, das ich gespielt habe, war Birth by Sleep. Das ist verdammt schwer. Und ich kann immer noch keinen Spezialmanöver machen. Hätte ich ja nochmal leveln können. Verdammt. Mir sind die Gegner ausgegangen. Vitalität. Mal immer abwechselnd. Mir sind die Gegner ausgegangen. In der letzten Offscreen-Session. Deswegen dachte ich, was mache ich hier drauf? Deswegen dachte ich. Deswegen dachte ich, als nächstes kommt ein Spezialmanöver. Schon der einzige. Oh nein. Ja. Komischerweise sind die Affen noch da, aber die Tarzanwelt ist weg. Weil ich wegen. Ich weiß gar nicht wieso. Nee, sie haben die Rechte, glaube ich, verloren, oder? Wie war das? Wenn ich die so mit Dreieck verbinde, sind die komischerweise auch stärker. Finde ich richtig gut. Warte mal. Ha, ich krieg alle doch zurück. So. Brillischer Schatz, Mogri-Raum, muss ich dran denken. Bietet sich hier die Chance. Ich habe einen Mogri-Raum nämlich hier als Karte. Habe ich das schon gesagt? Ah, ja, Null geht auch gut. Und ich habe einen Joker, mit dem irgendein zufälliger Raum immer generiert wird. Wollen wir auch mal machen. Ey, Mann. So, jetzt habe ich auch endlich mal einen Mogri-Shop und kann Karten kaufen. Gehen wir nicht mal so ein Booster-Pack umsonst oder so? Der Mogriland ist ein Etablissement, in dem du Karten eintauschen kannst. Tausche Karten, die du nicht mehr brauchst, gegen Mogri-Punkte ein. Sparst du genug Punkte, kannst du sie gegen neue Stapel Karten eintauschen. Beim ersten Besuch im Mogriland hältst du einen Kartenstapel gratis. Yay. Ja, so ein Kartenstapel, Kupo. Als Waffen. Oh, sehr gut. C+. C+, aber sogar noch stärker. So, erstmal ein paar Dinger vorballern, und zwar die Monsterkarten, die ich doppelt habe. Weil mehr als eine brauche ich nicht. Ja, lohnt sich nicht. Gut, was haben wir denn? Was nehmen wir denn am besten? Waffenkarten brauche ich jetzt eigentlich nicht. Magiekarten bräuchte ich. Hoffen wir mal Magie. Aber genug Punkte. Aber nicht gut. Noch mal. Stärkere Magie. Und verdammt. Kann ich mal über 6 oder 7 so bekommen? Das darf doch einfach nicht wahr sein. Ja, das war total Geldverschwendung. Premium-Karten tue ich wegballern.
weil die können nicht nachgestoppt werden, das stört mich voll. Wieder an. Darf einfach nicht wahr sein. Ja, machen wir so ein bisschen geordnet. Nicht von jedem einen abreicht hat. Gibt da verschiedene Schlüsselschwerter und so. Ich werde meine Decks, glaube ich, nicht so bauen, dass ich genau die Effekte hier einsetze, also diese muss ich hin. Nein, okay. Als ich hier diese Spezialmanöver einsetzen kann. Oh, warte mal, ja. Ich irgendwo hier was doppelt. Und vier Nullen. Habe ich irgendwann mir so Sachen hinterlässt oder so? Nee, ne. Ja, Roulette-Raum, das ist ein Roulette-Raum. Ich muss auch mal ausprobieren. Weil es gibt einmal Premium-Raum und Roulette-Raum. Also sind da zwei verschiedene Sachen. Vielleicht mal ausprobieren. So, hi, na. Gibt Sachen zum kaputt machen. Komm her. Boah. Guck mal, was hat denn? Was war das? Achso, du warst das, ne? Kleiner Amor, du. Komm her, komm her. Uff. Er betäubt, dann einmal auf die Zwiebel gegeben. So, was ist das denn? Ach, ich kann Raumdingen dafür bekommen. Oh, super. So, den haben wir noch nicht. Weißer Raum. Okay, weiß ich jetzt, was das ist. Mehr. Immer schön den Schattenleuch einsetzen. Einen Schaden. Ich merke gerade, ich voll wenig HP. What? Das ist ja das. Wieder Roulette, gut. Uff, ey. Oh, wat? Ja. Und viel Rakete. Kommst du her? Doch, war rein. Eine Karte übrig gehabt. So, was haben wir noch nicht? Das hat man noch nicht. Egal. Mach mal einfach irgendeinen. Schwachsinnig eigentlich. Ich hab genug auch gekämpft. Gib mir mal noch irgendwas. Ich würde losgehen. Nein. Oh, ich kann euch kaputt machen, sehr gut. Na, komm her, her. Au. Okay, geht's da weiter, bitte? Ach, Mann.
Jetzt sind wir weiter. Ich möchte wenigstens eine Cutscene hier haben. Was? Da muss ich lang. Was? Da unten. Komm, eine Cutscene kriegen wir noch. Was? Da, mein. Boah. Den habe ich sogar gesehen. Gott verdammt. Bei dem Mori-Raum, der hat es natürlich vollgebracht, ne? Ah, wohin da hin? So, was ist hier? Nehmen wir mal einen Schatz. Mein Schatz. Möchte mal so eine Goldtonkarte. Goldtürkarte, meine ich. Wenn wir diese Goldtüren öffnen können. So, er lernt Eiswurf. Okay, cool. Eis und zwei Dinger. Gut. Und nochmal Stopp. Weder hat wieder nur ein oder zwei. Fünf. Okay, geht noch. Beim Stopp wird, glaube ich, auch irgendwann wichtig. Von einigen Kombinationen. Aber du bist jetzt nicht der richtige Raum. Das gibt's doch jetzt einfach nicht. Wo bin ich denn jetzt hin? Dahin, dann da runter, ne? Kann ich öffnen? Auch nicht öffnen, obwohl da kann ich öffnen. Okay, nächsten Platt. Ist ja auch irgendwas hinterlassen. Steht jedenfalls in den Dingens hier, wenn man die Raumkarten anguckt, in der Beschreibung. Oh. Vita. 1. Oh. Jetzt aber. Da muss ich dabei richtig sein. Oh. Nein, da brauche ich zu trainieren. Das hier. Und das hier. So, endlich. Sorry, Fortschritt. Wo hat ihr denn der? Ihr habt doch nicht etwa den ersten Lauf geschafft. Na klar, und jetzt gewinnen wir das Turnier. Dann seid ihr richtig, obwohl ihr gegen Herkules keine Chance habt. Warum das? Drei Worte. Ihr seid keine Helden. Da irrst du dich. Das waren vier Worte. Ja, das waren vier Worte. Nicht das. Ich meine, wie sollen wir beweisen, dass wir Helden sind, wenn man uns nicht lässt? Er hat recht. Sie haben doch die Vorrunde geschafft. Sie haben eine Chance verdient. Da hast du völlig recht, Herkules. Aber trotzdem. Wir können das Turnier auch jederzeit absagen. Absagen? Wieso denn? Fürs erster Kurs war so schwer, dass niemand sonst ihn geschafft hat. Stimmt das? Das passt doch. Wir machen mit, dann müsst ihr die Spiele nicht absagen. Was sagst du dazu, Phil? Hm. Okay, ihr habt mich überzeugt. Und so läuft's, Kleiner. Ich heiße Sora, nicht Kleiner. Ja, ja, schon gut. Sora, du hast mit dem Team und Herkules die einzigen Teilnehmer. Mit deinem Team und Herkules sind die einzigen Teilnehmer. Seht ihr nicht. Ich bin der neue Herausforderer. Gestatten, Cloud. Übrigens, deine Haare sind cool. Je mehr, desto besser. Jetzt wird das Turnier ja langsam wirklich sehenswert. Ich freue mich darauf, aber glaub nicht, dass ich Gnade walten lasse. Keine Sorge, ich kann einstecken. Geben wir unser Bestes. Genau. Gut, dann heißt es auch für den Kampf, aber zuerst erkläre ich die Regeln. Regel Nummer 1, wer zuerst durch den Hindernislauf kommt, gewinnt. Regel Nummer 2, bei einem Gleichstand entscheidet ein Kampf über den Sieg. Regel Nummer 3, es ist erlaubt, den Gegner auf den Kurs zu behindern. Und Regel Nummer 4, alle Herausforderer müssen ihr Bestes geben. Kapisch?
Mein Gott, das Herkules ist riesig. So, genug geredet. Auf die Plätze. Fertig. Los! Pff. Klaut einfach Mörsch. I'm too badass to run. Gut, dann werde ich wahrscheinlich in irgendeinem anliegenden Raum hier so einen Speicherpunkt generieren. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Let's Play Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.